Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Heute ist Game 3, ich kann es kaum abwarten. Ich war erst am überlegen, ob ich überhaupt einen Vlog filme, aber dann dachte ich mir so, why not? Wird auf jeden Fall richtig krass heute. Es sind viele Leute auch am Start. Ich glaube, es wird echt extrem lustig. Also, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert fleißig. Und sagt auch mal gerne, was ihr denkt, wie die Ketten aussehen. Also ich feiere die auf jeden Fall sehr. Und ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch noch Besuch aus Deutschland mit am Start. Hey, also hier ist auf jeden Fall schon mal Padrox. Ey, wir machen ein Battle jetzt. Padrox ist jetzt ein bisschen am Start in L.A. Er bringt auf jeden Fall gute Energy mit. Ja, ey, Leute, hier ist krank. Also wirklich, man denkt einfach, man macht bei Hollywood-Filmen mit. Oh, sorry, wir haben was mal Fehler gemacht, Mann. Wir müssen uns auf der rechten Seite halten. Gleich geht's weiter, gleich schalten wir wieder ein. Das ist Chill. Habt ihr auch schon in meinem Vlog gesehen? Großer ja. Bruder von Dennis, sehr, sehr geiler Typ. Und hier vorne ist Hamzi. Hamzi von Atlanta, boy! Das ist Mohammed! You ready for the game, boy? Freeze! Nein, wir gehen jetzt eine Kleinigkeit wahrscheinlich essen und ich wollte vielleicht noch ein bisschen shoppen. Achso, hier ist Alex, der Morgenmuffel. Hey, how you doing, boy? Das ist neu. Playoffs, baby. Hey. 10-minute warm-up, bro. A 10-minute warm-up ain't gonna help you change the fact that you're not. I'm not shooting, bro. Okay, ey, hier sind heiße Diskussionen. Ich muss es kurz aufnehmen. Morgen ist ein Duell zwischen Mohammed und Che. No, you can call me Ray Allen. He's doing the big talk in the last 10 minutes, man. I'm excited. Er sagt, er gewinnt gegen Che, von der Dreierlinie zu punkten. Ich hab auf Che gewettet. Ich bin sehr gespannt. Werden wir sehen. Ich meine, er ist ein guter Shooter. I mean, you're a good shooter. You're a pretty different shooter, man. Yeah. But you know, you're above my level, right? We will find out tomorrow. Okay. Let's try tomorrow night now. So, Freunde, unser Asiate hat einfach zugehabt, aber jetzt sind wir wieder bei Five Guys. Ich musste mich mit dem Burger zufrieden geben. Aber Five Guys ist auch nice, deswegen kann man nichts verkehrt machen. Und ich habe heute sogar einen Salat mit am Start. Das pfeife ich mir jetzt erstmal gleich rein und dann gehen wir gleich noch zu Zara, weil ich brauche noch ein paar T-Shirts und so. Shoppen! Ey, bon Appetit, Buddy. So, Freunde, gerade aufgegessen. Ich bin übertrieben voll. Jetzt gehen wir zu Zara erstmal. Wie ich schon gesagt habe, ich muss eine Kleinigkeit einkaufen. Und abschicken. Okay, schauen wir mal, was die hier für uns bereit haben. Ey, Alex, they just left us, man. Yeah, man. Somebody gotta go charge that phone, pick up Edie. Who cares about Edie? Talk that shit, man. So, ich hätte mir jetzt hier noch ein paar Buchsen geschnappt, ein paar Socken. Wurde langsam ein bisschen eng, ich brauche mal ein paar neue Schlüpper, Alter. Ey, that's gonna be my new name, man. Call me Captain Underpants. Captain Underpants. You know this? It's an animation movie. There used to be books. Oh, for real? They started off as books. Yeah, they did a movie with that name. Yeah, Captain Underpants. So, nur eine Kleinigkeit gekauft. Hey, Freunde, hier geht's ab jetzt. Rough Riders! So, nach der Apfelschorle, Rotwein, nee, ist gar nicht Rotwein, Kursaft, geht's jetzt los. What, man? What did you just say? I just said... Yeah, it's cherry juice. Cherry juice, that's what I said. All right, what you drink it though? Apple juice. Okay. Sir, hey. What's up? Take down. Yeah, I gotta take down, man. So, Apfelschorle auf ruhig und abschicken. Ach ja!
Jetzt gibt es ein bisschen Chicken Wings, das andere, das weiß ich nicht, was es ist. Apfelschorle habt ihr? Weißt du? Ich glaube, das ist Chicken, Bruder. Sieht gut aus, aber man weiß nicht, was das ist, Bruder. Aber trotzdem guten Appetit. Danke, Bruder. Patrick und Che, die sind noch Brezeln. So, Freunde, zweite Halbzeit geht los. Wir holen das Ding. Ich habe gerade noch eine Apfelschorle getrunken. Oh, guck mal, wenn ich hier getroffen habe. Oh, ich habe hier gar nicht gesehen. Wo kommt ihr auf einmal her? So, Freunde, original gerade wach geworden. Es ist ein Tag später, wir haben das Spiel gewonnen. Holy shit, so eine Szene habe ich noch nie aufgenommen. Ich bin tot, ich schwör's dir. Egal, gestern noch ein paar Cabrison getrunken. Dementsprechend fühle ich mich jetzt auch. Jetzt fahren wir Richtung Facility, weil Dennis Training hat. Später nehme ich die Szenen auf mit der Basketball-Challenge noch. Und jetzt muss ich erstmal klarkommen, ich bin voll tot. Mann, scheiße, Mann, ich melde mich später, Mann. Also ich schnapp mir jetzt meine Kamera, die ist unten, die ist aufgeladen schon, weil ich werde wahrscheinlich heute eher Fotos machen als Videos, weil wir gestern den Vlog für Dennis gefilmt haben. Das Bett habe ich provisorisch gemacht und dann geht's eigentlich schon los. Guck mal, ich bin aber auch eine kleine Naschkatze, ne? Ich bin auf jeden Fall eine kleine Naschkatze, ich muss das wegpacken von meinem Bett. Das darf so nicht sein, ey, ich muss wieder zum Sport. Goddammit. So Leute, wir haben gerade Dennis bei der Facility rausgeschmissen. Ich bin immer noch ein bisschen verklatscht. Alex und ich haben jetzt ein bisschen Freizeit noch. Gerade habe ich noch ein paar Fotos geschossen. Wir gehen erstmal zu 7-Eleven, weil ich brauche was zu trinken und so. Alex said he's a little bit tired. A little bit. Like 3 hours, bro. 3 hours, man. I can't see right now. Like, it hurts to keep my eyes open. Like, seriously. It's so bright right yes, now. Yes, bro. It hurts. So, Freunde, es gibt eine Kleinigkeit zu essen. Ich bin schon fast am Verhungern. Frühstück erstmal. Wir haben uns jetzt doch für Whole Foods entschieden. Der Arsch ist immer noch am Telefon. Der hört auch, glaube ich, nicht mehr auf, heute zu telefonieren. Ich sage euch ehrlich, ne, er verbringt so viel Zeit am Telefon in 2 Wochen wie ich im ganzen Jahr, glaube ich. Das ist schon echt extrem. Okay, Freunde, so sieht das Ganze aus. Ich habe mir jetzt ein bisschen Salat gegönnt, aber auch ein bisschen Kartoffeln und Mushrooms. Aber der wird jetzt erstmal gleich sich reingepfiffen, ein bisschen Energy tanken und dann schauen wir mal, ne, was wir machen. Schauen wir mal, ne? So, Freunde, Einkauf ist erledigt. Wie gesagt, heute mal auf Salat. Why not? Gut starten den Tag. Der wird sich jetzt reingepfiffen und dann holen wir Dennis ab und dann geht's auch Richtung Nause wieder. This guy is still on the phone. It's unbelievable. I'm a therapist. Oh yeah, you said that. You need therapy. You said that. Yeah. My bad. How's the treatment going? Not good. He's cuckoo. So, Freunde, wir sind jetzt gerade bei der Facility angekommen. Wir holen jetzt Dennis ab. Dann geht's auch nach Hause. Ist das LeBron James hinten? Ist LeBron James hinten? That was LeBron James. Dennis is on the way too. So, haben wir jetzt Dennis abgeholt. Hey, Bro, war das gerade LeBron James, Mann? Ja, hast du gesehen. Ja, über Training. Nur Miete. Haben über die Adjustments gesprochen, die sie wahrscheinlich morgen machen werden. Von der Rotation her. Ja, und dass wir halt morgen auf jeden Fall mit das wichtigste Spiel haben in der Series. Bist du eigentlich auch dabei bei der Challenge zwischen Mohamed und Che heute? Ja, ich werde auf jeden Fall dabei sein. Meinst du, Mohamed hat eine Chance? Okay, das sagt schon einiges aus. Also, Che macht das Ding. So, Freunde, wir sind jetzt da. Oh, Che ist auch am Start. Mohamed wollte sich kurz warm werfen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt heute daraus entsteht. 10 Shots a game. Besser als dich? Yeah. Why want to do besser als dich? Because. You know? He afraid to lose, man. Rock, paper, scissors, shoot. No, he did it wrong, bro. You gotta do rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Alright, let's go. Man, I think I'm going first. Okay. I'll take that. Ah.
Okay, Chea hat 3 auf 10. Okay, Mohammed ist ready. Er hat nochmal gerade ein Warm-up gemacht. Let's get it! Oh, that was in and out. Go ahead, y'all help your friend out. Wo kommt der Coffee, auf einmal her? Protein shake. Ew. Aber Hände habe ich auch nicht gewaschen. Ew. You gotta make two in a row. Gotta make both. You gotta make both, man. Fresh. Right, hey, yo, listen. Hey, yo. I'm Dennis Schroeder and he is Austin Rivers. Freeze, hey. Nigga. Freeze. Go home, nigga. Talk to him, man. Talk to him! Talk that shit! Freeze! Huh? It's over with it! Freeze! All that talking yesterday for nothing! For nothing! Ey, 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 ey! So, Freunde, also wie ihr das Game schon sehen konntet, ich glaube, es war einfach ein bisschen viel geredet von Mohammed, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Channel, macht mal richtig Welle. Oder, Dennis? Leute, wenn ihr das Video schon schaut, man, like das auch. Und schickt das Ding ab. Aber was sagst du hier gerade zu der Sache? Da hat Mohammed gestern also ganz viel geredet, Mohammed, ne? Also Mohammed, der hat geredet ohne Ende. Aber am Ende kam nur raus. Und tschüss.